Uiuiui. Oh, ich muss mal die Kamera so sauber machen. Hinten, ne? Hinten, ich sehe nichts. Guten Morgen. Wir bringen jetzt die Kinder zu Oma Linde, weil wir ein paar Besorgungen machen müssen. Für wen? Für mich. Für deinen Geburtstag, ne? Und Geschenke kriege ich. Ja, mal gucken, ob wir Geschenke holen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber auf jeden Fall Burger nehme ich hier, ne? Hot Dogs. Hot Dogs. Kindergeburtstag oder Eltern nicht, ist alles Kindergeburtstag. Mit Familie meinst du? Ja, Familiengeburtstag gibt es Hot Dogs und Torte und Cupcakes und alles, was das Herz begehrt. So, Kinder sind bei Oma. Wir fahren jetzt nach Ikea. Dominik freut sich schon Ast ab. Ja. Dort bin ich gern. Da bist du gerne, ne? Wir kaufen da, die haben da so ein Party-Hotdog-Paket. Was? Ich muss mal eben eine Runde hier fahren. Was machst du denn? Ich wollte eigentlich hier rein. Warum? Ist das kürzer hier rum? Ich wollte nicht hinten. Achso. Bei Schnee und Matsch, da durch die okay. Wahrscheinlich nicht gestreut, nichts gemacht. Ja, okay. Da haben die so ein Hotdog-Party-Paket. Und dann haben wir gesagt, holen wir das da. Dann haben wir wieder einen Grund, nach Ikea zu fahren. Den brauchen wir auch. Man braucht nie einen Grund, nach Ikea zu fahren. Ist einfach Ikea. Das ist wie die Werbung. Ich kenne genug Gründe, da nicht hinzufahren. Hast du kein iPhone? Ikea, fährst du nach Ikea, fährst nach Ikea. Ist einfach Ikea. Crazy. Fahren eure Männer gerne mit euch nach Ikea? Zu Ikea? Zu Ikea. Sind eure Männer auch so Besserwisser? Oder heißt das Besserwisser? Ich rede nicht mal mit dir. Weil ich dich einmal verbessert habe. Einmal, ach komm, hör auf. Ich habe jetzt immer alles in bewegten Bildern. Gut, dass ich nicht immer meine Filme beim Auto fahre. Ja. Pass auf! Seit du filmst, bist du auf jeden Fall nett zu mir, das ist gut. Boah. Bin ich gar nicht, nur ich schneide das alles immer raus. Zum Beispiel, sag jetzt bloß nichts Falsches mit meinen Haaren. Die Zähne haben wir rausgeschnitten. Hast du rausgeschnitten? Ja klar, aber jetzt will jemand sehen, wie ich dich einflaume. Ja, und sicher das wollen die Leute natürlich. Darum geht's dir doch. Ich kann es ja dann nochmal einblenden, wenn das gewünscht ist von euch. Keiner will Friede, Freude, Eierkuchen sehen. Ich kann es ja noch mal einblenden. Falls ihr das sehen wollt, diese kleine Szene, dann könnt ihr da Bescheid sagen. Du kannst ein kleines Best of Distant Domi machen. Jo, kann ich aber machen. Du hast auf jeden Fall in den letzten 2 Wochen schon genug Material gesammelt. Oh Gott, ey. Das ist auf jeden Fall schnell was voll. Ja, das kann gut sein. Für viel Material. Nein. Ja, doch ein bisschen. Ich bin dabei. Wir sind jetzt bei Toys R Us. Weil nicht alles verschickt worden ist pünktlich. Und Dominik guckt nochmal, ob es jetzt verschickt worden ist. Nee. Ne? Ja, dann müssen wir das hier holen. Wir brauchen es hier. Jo. Ja. Immer eine Adresse stehen. So, komm gerade aus Toys R Us raus und haben nur Deko gekauft. Ja, weil PlayStation sag ich schon, Playmobil kostet da so viel mehr. Dieses Bungalow kostet 10 Euro mehr als bei Amazon. Und dann haben wir jetzt gerade in der Metro angerufen und da kostet diese Riesenvilla auch, glaube ich, 9 Euro weniger. Jetzt fahren wir zur Metro, weil das hier um die Ecke ist und holen das da. Und vielleicht kriegen wir alles zusammen noch günstiger als bei Amazon. Dann schicken wir alles von Amazon wieder zurück und behalten das von der Metro. Und die hatten so eine süße Puppe da, die habe ich erst an der Kasse gesehen. Von Sophia die erste. Die war so putzig. Aber dann hatten wir keine Lust, wieder reinzugehen. Die hätte die Frau hinter uns. Die war süß. Da würde sie sich auch drüber freuen, glaube ich.
Naja, aber ist ja nicht so, dass ihr nicht genug kriegt. Da ist die Villa. Wo ist die Villa? 20% auf Playmobil. Cool. 71,40. Und dann nochmal 20%. Ja. Geil. Film das Plakat. Habe ich schon gerade. Da. Mama. Ja, pack ein. Dominik ist im Playmobil-Himmel. Zwar alles rosa. Ey, dann nehme ich für mich auch noch was mit hier. Ey. Cowboy und Indianer. Ja, genau. Er muss schon den Wagen tun, ne? Ja, ich wollte nur gucken, ob wieder das. Ja. Okay. Nummer. Ja, guck mal. Auf alles? Vom 27.12. bis 1. Bis morgen. Bis morgen. So, zum Atmen, ne? Ja. Geschafft. War das eine Aktion, ey? Naja. Aber. Ich prüfe nochmal, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Was sind denn 48 plus 20%? 4,80 Euro, 9,60 Euro drauf. 57,80 Euro haben wir jetzt für die Luxusvilla bezahlt. Ja, guck mal, das ist doch gelohnt. Anstatt 77, was wir bei Amazon bezahlt haben. Und bei Toys R Us wäre die noch teurer gewesen. Jetzt haben wir 20 Euro gespart. Ja, Wahnsinn, ne? Zu Amazon. Und 30 Euro zu Toys R Us. 30 Euro für einen Artikel. Krass. Ja. Jetzt hat es auf jeden Fall, haben wir alles und dann können wir das schön an alle verteilen und jeder hat dann was Schönes zum Verschenken. So, wir sind zu Hause. Ich muss jetzt anfangen Essen zu machen, das ist nämlich alles ganz schön spät geworden. Heute gibt es, was gibt es denn heute Leckeres? Kartoffelmöhren-Eintopf mit Bratwürstchen. Dafür muss ich erstmal die Zwiebeln anbraten. So, irgendwie ist im Bett. Bei mir ist im Bett. Jetzt keine 14 Minuten bei Oma geschlafen. Hat die Oma gesagt. Ich wollte gerade einschlafen, haben wir sie abgeholt. Ganz schön anstrengend, ne? Wo ist das hier? Soll ich dir noch irgendwie helfen hier oder hast du jetzt alles? Ja, jetzt habe ich alles schon. Okay. Aber danke. Ja, dann müssen wir die Zwiebeln anbraten. Dann kommen da rein gleich noch die Kartoffeln mit Gemüsebrühe dann später. Möhrchen. Da kommt da eigentlich Sahne rein. Ich mache da aber natürlich Sojasahne rein. Soja. Oder Orangen und Sahne. Hier Soja kommt dann da rein. Die Bratwürstchen werden extra gebraten. Dann hoffe ich mal, dass es schmecken wird. Ja, wir haben alles gekriegt für den Geburtstag. Mein Gott, was ist das eine Geburt? Mein lieber Schiebers. Dann waren wir noch beim Arzt, beim Vertretungsarzt, haben eine Creme verschreiben lassen, weil die Creme von der Mia alle war. Linola Fett bekommt sie, das tut ihr ganz gut. Ist uns aufgefallen. Und dann haben wir noch Nahrung uns verschreiben lassen, extra für Allergiker. Weil wir hatten mal welche gekauft, auf eigene Rechnung. Dieses Zeug hier, Novalack. Und das Zeug schmeckt wie Erbrochenes, das mag ich gar nicht. Das hat die Oma Linda auch probiert und die sagte auch, sie hat fast davon gebrochen. Das war echt super widerlich. Und jetzt haben wir das hier bekommen. Ich hoffe mal, dass das besser schmeckt. Das werden wir mal heute oder morgen ausprobieren, mal gucken. Ich denke mal, auf Dauer kann ich die jetzt natürlich auch nicht stillen. Vielleicht wird sie deswegen auch nachts so oft wach, weil die nicht wirklich... Vielleicht wird sie deswegen nachts auch wach, weil die vielleicht nicht richtig satt ist. Ich weiß es nicht. Nicht so einfach. So.
Schreibe in der Popstar. Komm mal her. Was ist das? Um die Kamera festzuhalten. Ach so. Ach so, was guckst du denn da Schönes? Ich wollte gerade. Bibi und Tina wieder? Nein, ich muss. Mach mal leiser, bitte. Ja, ich kann nämlich nicht alleine schreiben, Bibi und die geheime Tina. Ach so, aber Bibi und Tina kannst du alleine schreiben. Hast ja gestern heimlich gesucht, ne? Und gefunden. Ja. Bibi und Tina 2. Ja. Und hast schon ein Lieblingslied, ne? Ja. Das zum Beispiel. Also. Schreibt Bibi und die geheime Tür, ganzer Film, weil ich habe gerade Bibi und die geheime Tür geschrieben, aber habe ich wieder weggemacht, weil das nicht richtig war. Das war nur so Werbung. Okay, ich guck mal. Und du musst schreiben Bibi und der Popstar und ganzer Film. Okay. Aber ganzer Film kann ich nicht schreiben. Komm mal her. Einen schönen Pullover hast du heute an, ne? Dankeschön. Ja, den habe ich der Joanna genäht, aber ist schon ewig her, komischerweise. Und der passt dir immer noch. Das schöne Jersey, das ist nicht so eng, ne? Mhm, sieht hübsch aus. Toll, freut mich. Mhm. Was man so alles in einem Schrank entdeckt. So, das ist das Essen von heute. Na, Mucki? So, Joanna, ist gar nicht so schwer. Gar nicht so einfach, Würstchen schön anzurichten. Was machst du da? Hast du Zahnweh? Sollen wir mal die Kügelchen holen? Joanna? Essen! Bringst du die Kügelchen von der Lamia mit? An der Fensterbank? So, jetzt ist gegessen. Ich hab Hunger. Ja, die Sophia. Aber wir haben jetzt für den Fitnessraum und für den Winter. Quentin, wenn einer in der Küche ist, denkst du, du kriegst was, ne? Und du, Mucki? Satt. Joanna ist oben und spielt Playmobil. Oh, wer hat denn hier angerufen? Uns hat einer angerufen. Wer war das? Kenne ich nicht, die Nummer. Sagt mir jetzt so nichts. Was machen wir jetzt? Kleine Maus. Wird sie Kamera haben? Es will die Kamera haben! Weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt deine Dings. Warte, Schatzi. Nicht die Kamera nehmen. Nein, nein. So. Okay? Mir ist im Bett, die Kleine war müde. Ich habe jetzt schon die Flasche vorbereitet mit dem Neocate-Pulver. Ich bin mal gespannt, ob die nachher noch nimmt, wenn die Hunger hat. Und wenn nicht, haben wir ein kleines Problem, wenn ich die irgendwann nicht mehr stillen kann. Dann stehen wir nämlich da. So, ich werde jetzt hier noch meinen Filofax für das nächste Jahr schon mal umschichten. Moment, gucken, Einladung müssen wir auch noch fertig machen. Ja, muss ich auf jeden Fall neue. Für Januar habe ich schon drin, jetzt muss ich noch Februar reinmachen und März und November wollte ich rausnehmen. Ja, das muss ich heute noch machen. Und die Zeitschriften, die ich euch gestern gezeigt habe, die habe ich gestern natürlich auch nicht gelesen. Das wollte ich heute machen, wenn ich es schaffe. Weil heute kommt nämlich noch unsere Lieblingsserie und dann denke ich mal, werde ich die eher gucken, als dass ich die Zeitschrift lese. Irgendwie hat der Tag viel zu wenig Stunden. Warum hast du nicht noch mehr Stunden? Ja, ich bin mal gespannt, wie die Nacht heute wird. Jo. Ich hoffe, ruhiger als letzte Nacht. Weil letzte Nacht hatten wir hier Party. Joanna hat schlecht geschlafen. Die hat geträumt, dass der Quentin erschossen worden ist und hat von einem Schreianfall gekriegt und konnte nicht mehr einschlafen. Lamia war auch wach.
weil ihre Beine gejuckt haben. Und dann saßen wir alle im Bett und haben da so ein bisschen Quatsch gemacht, eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann sind alle wieder eingeschlafen. Das war dann von 4 Uhr bis 4:45. Und es ist echt Wahnsinn, wie sehr das schlaucht, wenn man irgendwie echt aus dem Schlaf gerissen wird. Der Dominik und ich sind total K.O. Ich hoffe mal, dass wir morgen irgendwie alle ein bisschen Mittagsschlaf machen können. Aber ich denke mal, dass das nicht so sein wird, dass die Joanna keinen Mittagsschlaf machen wird. Obwohl sie es angekündigt hat, weil ja morgen Silvester ist. Aber ich glaube, das wird nichts. Was ist da los? Was machst du da? Warum hast du keine Hose an? Sollst du Schlafanzug anziehen? Ja, Pflaume. Also ich war gerade dabei. Kannst du schreiben, wenn ich meine Hose angezogen habe? Ja, ich höre dir zu. Und schreiben alle Barbie-Filme ganz? Nee, kann ich nicht. Kannst du das sehr geht wohl. Nicht. Nein, der findet sowas nicht, Joanna. Das hat die Clara aber auch schon mal geschrieben und das ging. Das ging. Das ging, meinte ich. Das ging, dann war alle Barbie-Filme. Danke. Da waren ja, alle Barbie-Filme. Ja, dann zieh aber erstmal Schlafanzug an, bitte. Ja, aber in der Zeit machst du schon mal. Du ziehst erstmal den Schlafanzug an und was ich in der Zeit mache, ist mir überlassen. Warte, aber ich sage schon mal, was du schreibst. Alle Barbie-Filme. Den ganz und den Französisch. Ganz falsch verstanden. Ich hab das schon. Halb und in Englisch war richtig, ne? Ja, alle Barbie-Filme in ganz auf Deutsch. Ich guck mal, was der mir hier ausspuckt jetzt, YouTube. Tatsache. Ganzer Film, Barbie, die geheime Tür, Barbie Deutsch, ganzer Film, hier Schwanensee, Barbie Diamantenschloss, ganzer Film, die geheime Welt. Ich frage mich, warum die es immer auf YouTube gucken will, wenn die so alle DVDs oben hat. Ja, weil die scheiß Barbie-Filme immer so lange dauern, bis sie anfangen. Weil immer 3 Stunden. Ja, das hat damit nichts zu tun. Mich würde das auch aufregen, wenn ich irgendwie so einen Film als DVD anmache. Ach, das juckt die doch und nicht. Und ich eine Viertelstunde brauche, bis der Film anfängt, weil da nur Werbung und nur Vorspann und nur... Und hier musst du mal warten, bis er geladen hat. Habe ich gemacht. Schick mal nicht deinen Popo hier in die Kamera. Die Weihnachtsgeschichte will ich aber nicht. Ja, die Weihnachts... Barbie und die Weihnachtsgeschichte hast du oben als DVD. Bitte? Diese Weihnachtsgeschichte. Wollte sie nicht. Ja, okay. Die habe ich nicht. Oh, na toll, jetzt habe ich da noch drauf. Hättest du gedacht, dass du immer in deinem Leben einen veganen Cupcake isst? Mhm. Oder Muffin? Ich auch nicht. Und das hat dir sogar geschmeckt? Mhm. Attila for life. Mhm. Attila, der Hundekönig. Oder wie heißt der? Hunden? Oder? Ja. Such du mal aus, dass ich gucken kann. Nee, das mache ich nicht mehr. Das mache ich nie wieder. Kennt ihr, was los? Willst du auch einen veganen Cupcake? Ist cool mit dem Ding. Ich glaube, der würde gerne auf die vegane Wiese draußen. Auf die vegane Wiese? Oh mein Gott. Bis morgen. Bis morgen. Liebe Leute. Tschüss, bis morgen, liebe Leute. Quentin? Genau. Tschüss, bis morgen, danke fürs Zusehen. Und dann mach Flamia. Und Flamia auch noch. Ja. Tschüss. Tschüss, bis morgen.